Die Novemberrevolution ist zentrales Ereignis in der Geschichte der Linken und in der republikanischen Geschichte Deutschlands. Deshalb gibt es auch im Jubiläumsjahr der Novemberrevolution von der RLS zahlreiche Veranstaltungen bundesweit entlang verschiedener regionaler Schwerpunkte. So geht es in Kiel natürlich um den Matrosenaufstand, aus dem heraus sich die Revolution überhaupt erst entwickelte. Und in München schauen wir auf den jüdischen Sozialisten Kurt Eisner, der den Freistaat Bayern ausrief, noch bevor die Revolution überhaupt Berlin erreicht hatte. Das Online-Dossier stellt neue Publikationen zur Geschichte der Revolution vor. Auch das Leben und Wirken von Rosa Luxemburg spielen eine wichtige Rolle. Wir stellen zudem die Frage, wie gefährdet die vor 100 Jahren erkämpfte Demokratie heute wieder ist. Auch dazu finden sich Bildungsangebote im Online-Dossier.